Hi guys, I will show you a bit of a intuitive painting. I had worked with acrylic paints and had some left over here on my craft mat. I used it as a palette, and at the end when I finished, I use it to mop it up with just rest of watercolor papers. I had here this very thick one that works quite good. And I'm going on and on with different papers here just until I've used it up, you know. Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute mal, was ich so mache mit übrig gebliebener Farbe. Ich habe mit Acrylfarbe gearbeitet, hatte jetzt hier so ein paar Sachen über. Ich benutze hier immer dieses Stück Kraftmatte als meine Palette. Und wenn ich dann Farbe über habe, dann nehme ich das einfach auf, spritze Wasser drauf und benutze so Papier, dass ich überhaupt, das jetzt Aquarellpapier ist oder anderes, ganz verschiedenes. Und wenn das dann trocken ist, dann gucke ich mir das an und schneide es auch ein bisschen zurecht. Und dann suche ich mir so die schönsten Sachen raus als Hintergrund. Und somit habe ich keine Farbe verbraucht oder verschwendet, sagen wir mal. Und kann dann noch was Schönes draus machen. Jetzt schneide ich das hier zurecht und dann arbeite ich auf diesem sehr bunten Stück. Da hatte ich was drauf gesehen, was ich eben machen wollte. Genau, I cut the stuff up then and have a look what I like and if there's an idea that comes to me spontaneously and stuff like that. But I'm working here then on this very colorful one, and because I saw something in that, you know, this parts of a boat, and that's what I'm extending here with my pencil. And you know, you can see the dramatic sky and the water. It is a bit of an evening atmosphere, I think. So that's what I thought. And starting to work with my brush, but yeah, that didn't get me far, just the body of the boat here. But I went on later to work with my plastic cards here, cut up plastic cards. So ich habe dann hier ich habe dann Boot gesehen und ein Teil eines Bootes und eben diesen dramatischen Hintergrund, den Himmel und im Wasser und so eine Abendstimmung, und habe das dann aufgegriffen und im Prinzip dieses Boot mit einem Bleistift ein bisschen vorgezeichnet, verlängert eben, das mehr komplett gemacht, habe dann erst hier mit einem Pinsel angefangen zu arbeiten, benutze auch weiterhin Acrylics an natürlich, aber dann habe ich mir meine zurechtgeschnittenen Plastikkarten hier geholt und damit weitergemacht. Das machte für mich sehr viel mehr Sinn. Und es soll ja auch, das Ganze ist natürlich abstrakt. Der Hintergrund spielt hier natürlich die größte Rolle für mich, weil das ist der Star, sagen wir mal so. Und hier mit der Plastikkarte packe ich jetzt einfach nur so ein paar Akzente rein, so dass es eben passt. Ich meine, das ist alles etwas, was so mit dem Flow, mit dem, passiert, was... Ja, so eins kommt zum anderen. Das finde ich immer am schönsten, diesen Prozess. Es ist ja nichts Geplantes. Das ist etwas, was dir dieser Hintergrund vorgibt. Und das ist ja auch ganz oft ganz unterschiedlich. Ein anderer hätte was ganz anderes daraus gemacht. Und das ist ja das Schöne. Das ist eben dieses Intuitive. Was siehst du? Was fühlst du? Was willst du daraus machen? So, und jetzt hatte ich hier das Blau mit ein bisschen Weiß noch gemischt. Und pack mir hier so ein bisschen Highlights rein. Das sind so Fensterchen, wo eben so ein helles Licht im Hintergrund ist und so. Einfach auch, um noch ein bisschen was Helles reinzukriegen. Hier die Segel, das nehme ich auch, das gemischte Blau mit dem Weiß, dieses Hellblau, und pack dann ein bisschen Segel mehr rein, eben ein bisschen solidere Segel. Und ich denke, das passt ganz gut. You know, I put some of the blue, I mixed it with white and put some highlights in here, these little windows where the light is shining through, and just to have some lighter areas on that very dark boat. It is pretty dark, so, but it works. Fiddling around, you know, most of the times now I'm fiddling, trying to find out how I can... get the boat more distinct, you know, with a bit of lighter color,
because it is not really lifting up from the background, and that's what I'm trying to do here. Not too much. I didn't want to have it look so too light, because it's evening atmosphere, as I said, but I'm working my way through it. It's just what I call fiddling, and I fiddle as long as I'm happy, you know, with what I'm doing. Sometimes in that stage, it could, I could get carried away. That sometimes happened, and because I'm just so much into it and I enjoy it, that I can't find an end. But in this case, I did. Manchmal, you know, ich bin jetzt hier in dieser Phase vom Rumfummeln. Das ist so etwas, was ich unglaublich gerne mache. Ich versuche jetzt so ein bisschen das Boot noch ein bisschen in den Vordergrund zu kriegen, ein bisschen heller zu machen. Aber das sind so Sachen, das mache ich ganz gerne. Und das manchmal vergesse ich mich da drin auch. Und dann mache ich zu viel, weil es einfach etwas ist, was ich unglaublich gerne mache. Aber so hier die horizontale Linie, das macht immer noch viel aus, die reinzubringen. Das macht das Ganze plastischer und bringt Dimension rein. Die habe ich aber nur ganz leicht angedeutet. Ich wollte die nicht zu dominant haben. You know, this is this horizontal line I put in, just a hint to have a bit more dimension in that picture. But I didn't want to overdo it, because it could easily be too separated, you know what I mean. So, bit of light colors here as well. And I will show you soon what I did with the sail, because it stopped. And of course, I went with a line. I went over the edge, but I stopped with the sail, and that looks so incomplete. And that's what I do. I use the light blue here and went with that, with the sail over the edge, just to let it look complete, because at the moment it looks a bit half finished, doesn't it? So, and that's what I think. It's very important when you do something. You can draw over the line, paint over the line, doesn't matter, but finish it over the line, and you can see the difference immediately, and that's a very important thing, even though it's abstract, you know, but it finishes it off. Ich habe jetzt hier nochmal über die Linie gemalt, also über die Kante gemalt, was ganz wichtig ist, selbst bei hier beim Abstrakten, um das Boot auch ja, fertig aussehen zu lassen, weil wenn du da so in der Mitte aufhörst, das macht so einen ganz komischen Eindruck. Ein paar Splatters gibt es hier jetzt noch. So some droplets. And I will now go and get some white of this froth from the waves when the boat is sailing. It should look like it's sailing, not standing in the water, you know. So parking or anchoring. So mooring. It's not mooring. It is sailing. Ich habe dann jetzt hier noch die Gischt so ein bisschen reingebracht, einfach weil ich auch wollte, dass das Boot sich bewegt. Es sollte dann nicht einfach nur ankern, sondern eben ein Boot in Bewegung sein. Und das wird jetzt hier angedeutet mit der Gischt. Fertig. Das war's. Und dann kommt schon das Close-Up. Guys, that's it. The Close-Up is coming and I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please stay careful and stay healthy, most important thing, and don't forget to be creative. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz lieb fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit, aber bitte passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt alle gesund und vergesst niemals, und das ist das Allerwichtigste, bleibt immer schön kreativ. Und ja, bis dann. Macht's gut. Tschüssi.